Also ja, Toxibet müssen wir ja trainieren. Hufflepuff ist egal. Azurill ist auch egal. So. Ja, und dann müssen natürlich mindestens zwei Vulnera finden. Weil wir nur eine 50% Chance haben, so einen normalen Stand zu haben. Cool. Daran habe ich gar nicht gedacht. Also mindestens 20 solche Rufzeichen länger. Außer es läuft gut. Naja, das erste haben wir auch schon beim fünften Versuch gehabt, oder so. Ja, das dauert jetzt einfach nur. Was soll da Spannendes erzählen? Ja, das sollte ich Tito ja sogar besiegen. Und dann bescheine eine Chance, wer wird. Und so soll meine Pokémon trainiert werden, wenn ich trainieren muss. Und immer bei dem Tito da dann.
Puh. Irgendwie müde heute. Ah ja. Perfekt. Dann können wir das Bett danach weggeben. So, Olum. Kokonfüßer-Pokémon. Olum dreht sich mit hoher Geschwindigkeit und rammt seine Gegner. Dabei erreicht das Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Das ist viel. Olum gleich verlassen. Los, Leute. Ich werde jetzt Ditto reingerannt. Na komm, gehen wir noch einen von Eiram. Dass dann wahrscheinlich irgendwie wieder keinen normalen Stern hat, aber okay. Die Hoffnung ist da. Wie lange kann das dauern eigentlich? Das ist das Spiel so freundlich und so schnell das erste von Eira und dann hat es natürlich keinen normalen Stern. Und dann gibt es mir natürlich auch kein zweites mehr. Oh, das war schon klar, dass ich nicht mehr Glück haben werde. Übrigens gerade am Bocker Camping, ja toll. Ich denke gerade an einen normalen Stern und dann kriege ich auch nicht. Schöner Ditto rum. Na egal, bitte mein.
Na endlich, jetzt war das Honor an. Kommt mit einem normalen Stern dabei. Das wäre echt nett. Und ich schaue zur Sicherheit noch einmal nach. Nein, das ist kein Item. Passt. Na dann. Raubt ihn doch mal aus. Okay, dann wird mal schon was. Jo, accept. Steht auch noch nichts selber schwer. Aha, okay. Ich hole Charm gemeint, hätte ich Sinn geschrieben, ich hole Stone, oder? Da steht, wie man es entwickelt, aber nicht, was die Items gibt. Ah, es ist. Ah, toll. Danke dafür. So, da steht zumindest schon mal, dass es einen Schwert und Schild gibt. Was? Okay, probier's mal. Was ich da gerade gelesen habe. Sorry. So, dann werden wir mal ein paar Items aus, ne? Und zwar die ich da jetzt gerade gefunden habe. Ach ja, Wikibeere. Und da haben wir die da, ja. Klar, speichern mal. Danke, seriebi.net. Das war echt nett von dir. Okay, ich hätte den Typen da fragen müssen.
So, helfen wir einfach mal die Entwicklung endlich. Ich hätte den da ab und zu fragen müssen hier wegen einem Rezept. Ein Edelstein zum Beispiel, war ja nicht. Da gibt es verschiedene Kombinationen für Items. Okay. Ja gut, dass das im Internet schon steht, das ist schon krass irgendwie, aber gut. Ich nehm's. Dann komm, gönn dir den Waldstein. Dann machen wir es halt so. Ich weiß nicht, ob man den anders auch bekommen kann, aber. Egal, würde ich sagen. Nehmen wir mal ein paar Proteine. So. Der Verwandtschaft sich erhöht. Ja, nein, Bonbon. Wahrscheinlich wird sie wahrscheinlich sofort entwickeln dann nachher. Super, das Latte macht schon weg. 2 reichen. Locker, gut. Okay, ja. Dachte ich mal, ja. Im Endeffekt hat Tara, Freuden-Pokémon, stößt Tara auf geschwächte Pokémon, teilt es sein Ei mit ihnen und pflegt sie wieder gesund. So, nett, das ist Ding. Das ist mal einer an. Und dann du dir mal 30.000 PM. Okay, reicht schon. Sehr gut, passt. Das hätte mir auch so fangen können, aber ist ja geil. So, Schlapphohr. Schlapphohr behält seine Umgebung stets im Auge. Wenn Gefahr im Verzug ist, setzt es sich mit vernichtenden Tritten zur Wehr. So, jetzt kann ich endlich aber mit dem ganzen Schmarren hier. So, gib her. So. Schlapphohr, hier hin. Hatera, hier hin. So. Gut, Porygon muss ich ja tauschen. Das muss ich eigentlich schon tauschen. Das muss ich nichts mehr machen. Magneton, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Spiel sein wird. Das ist halt die Frage. So. Donnerstern seit Generation 8. Ach, tatsächlich. Ach, tatsächlich. Okay. Gut. Dann können wir uns auch gleich Mangelsohne holen. Oh ja. Yeah. Magnetgebiets-Pokémon. Man sagt, es werde von einem Wesen aus dem All kontrolliert und mit der Antenne auf seinem Kopf empfange es von ihm Signale. Naja. Das ist doch absurd. So. Gut, dann weg mit dir. Tangela brauche ich jetzt noch. Stimmt. Tangela gibt es im Wald zur Genüge. Der Wald ist nicht weit entfernt. Du willst noch mein Fahrrad anpassen, musst du aber gerade nicht, wenn du nicht willst. Hier regnet es, dann gibt es hier Quapuzzi. Schlupf wie immer.
Kapuzzi, okay. Coole Sache, aber jetzt habe ich schon genug. Ein Score, okay. Das ist ein Bad, Kilia war ich gerade nicht. Dieser Funko. Aber in dem Wald, wo gerade ein Schneesturm herrscht, wie es aussieht. Tragossa. So, was für ein grandioses Pokémon denn? Tampignon habe ich noch nicht, aber okay, na gut. Ja, Wetterlage, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, hier gibt es kein Tangela, wenn es so ein Wetter gibt hier. Tampignon gibt es, dann holen wir das halt. Wo ist es denn? Hier auf jeden Fall nicht, hier gibt es Lockups. Das gab's aber schon, brauch ich nicht. So. Da habe ich gerade noch ein Tampignon. Na. Und noch runter vom Fahrrad, natürlich hier ein bisschen. Das ist noch ein Toxiped, das ist noch ein Toxiped. Das sind noch Toxipeds, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Sanakon, da gibt es ja jetzt, dann gibt es auch Tangela, passt. Gut, ich könnte natürlich Parüten, aber. Ne. Ich glaube, das wird schon ganz gut funktionieren. So. Tangela, nice. Ranken-Pokémon, seine wahre Gestalt ist weiterhin ein Mysterium, dass sie von den Ranken bedeckt wird, die unaufhörlich nachwachsen, selbst wenn sie abreißen. So, das war das mal. Es sind noch mehr Pokémon, die empfohlen werden jetzt. Dann bin ich auch noch. Okay, ja, das sollte ich hier gerade fangen. Tangela wurde mit dem aufgenommen, das freut mich aber total. Jeden Tampignon. So, noch ein Flottball, gleich hinterher, geht schon. Noch ein Schnäppchen fangen, geht schon. So, wie ist das denn? Dann gehen wir den paar EP-Tangela. So, Pilz-Pokémon. Bis heute kann niemand genau sagen, wieso Tampignon ein Pokéball-Muster aufweisen und welchen Zweck das erfüllt. Zur Tarnung wahrscheinlich, damals ist es auch Tampignon. Hätte ich mal gesagt. Linfu, stimmt. Linfu gibt es immer noch irgendwo. Hoffentlich. Und wo genau? Wahrscheinlich nur beim bestimmten Wetter, das ich jetzt gerade nicht. Dass es jetzt gerade nicht gibt. Habitat von Linfu bei jedem Wetter. Okay, na gut dann. Nichts wie hin zum Vaterprüfung. Und zwar versteckt vielleicht. Ach nö, hier ist es ja. So wird es versteckt. So, das kann man dann auch direkt entwickeln mit einem Level Up. Schöne Sache. Ja, Level 50, perfekt. Dann sind wir schon Level 60 hier. Ah, ganz einfach mal EP. Linfu, Kampfkünste-Pokémon. Ein gut trainiertes Linfu kann in einer Minute über 100 Schläge ausführen. Und das ist der Schilder von dem Pokémon. Yay! Lass uns Pokémon suchen. Na dann schauen wir mal, welchen wir noch finden. Im Internet. Wo steht, wo die alle sind? Sondern wir uns halt jetzt nicht für angemessen. Mal bei Excel. Die Bonbons, ja. Und so zwei Level Up, aber egal.
So, dann hat man den vor. Mal schauen, wenn im Pokédex was drin wäre, dann. Der Gegner ist ein wahrhaft starken Gegner. Bestes das Fell an seinen Armen ab, um an Beweglichkeit zu gewinnen. Oh. So, Daniela war nicht unbedingt eigentlich. Ich habe ja schon die Wertentwicklung. Tampignon auch nicht. So, wie schon behalte ich mal einfach mal. Da irgendwo Platz. Nope. Gut. Dann sollte man dann schon mal langsam herrichten, was ich danach entwickeln muss. Aber schauen wir erstmal in den Pokédex nochmal. Gut. 190 gesehen. Da gibt es noch ziemlich viel mehr. Ach ja, ein Vierer, Malung. Haben wir schon, stimmt. So, warte mal, gehen wir mal ganz rauf. Ist das möglich? Yep, ist es. So, ach ja, die Flaggenball-Entwicklungen. Wie entwickelt sich denn das hier? Flaggenball. Ich nehme mal an, Lashoking mit Klingstein und Tauschen, ganz normal. Und das andere ist einfach Level Up. Ach, das ist egal, dann ist es reif. Stimmt, stimmt, stimmt. Da steht noch unbekanntes Item, aber ich glaube nicht, dass das noch unbekannt ist oder es wird schon irgendwer geschafft haben. Besonderes Item aus Kronenschneelanden. Echt, da kommt das nachher. Echt? Ernsthaft? Ich kann den Pokédex jetzt nicht voll machen, bis der zweite DLC kommt. Okay, ist schon ziemlich dumm, muss ich sagen, aber na gut. Das wäre ehrlich gesagt ziemlich seltsam. Was sollte ich jetzt? So, Schlurp gebe ich gleich mal weg, weil der braucht dann noch eine Entwicklungs-Ding. So. Gala Flagmon, hier ist ein Flagmon, und wenn anders was Gala Flagmon müsste hier sein, ja. Und dann natürlich das einmal zu Lamos von mir aus. So, was ist es? Das komische Band hier, das die mir gemacht hat einmal. Muss nicht rum ist, weiß ich nicht. Sollte doch rum bei den Entwicklungsatoms sein, oder? Alles übersehen. Alles da oben übersehen, kann es sein. Okay, wir sind auch noch Entwicklungsatoms. So, der ist schon auf den Schmuck für ein bestimmtes Pokémon. Galenus Reif. So, vielleicht mal, hier bitte. Super, Lamos. Symbiose-Pokémon. Durch den Schock von Mushas Biss kann es zu einer chemischen Reaktion der Gewürzpartikel in seinem Körper. So erlangt es Typ Gift. Gift am Psycho. Nice. Nichts mehr mit Wasser. Muschelwaffe, klingt gut. Ach, man kann den Pokédex schon füllen. Man muss einfach nur ein Kanto-Flegmon. Eins habe ich hier. Das kann man jetzt so Lasher gegen derweil entwickeln und dann, ja, passt. Okay, dann haben wir noch schon den Pokédex-Eintrag. Macht's. Okay. Gena klingt lahm. Muschelwaffe erlernt. Na dann, so. Jetzt haben wir Level 12 Alarmus.
Gut, dann tausche ich das dann mit Kingstern. So, so, so. Also, was war das, was ich noch entwickeln muss? Porygon, Simon, Schlurp. Wo war das andere Flagmon jetzt nochmal? Hier. Dieses Flagmon mit Kingstern. So. Oder Lamos, nein, Lamos kann man sich auch. Nein. Kann man sich auch von Let's Go rüberholen. Das werde ich dann wahrscheinlich machen. Falls ich da dann so hab. Oder dann? Nochmal. Nein, Lushoking gibt es ja dort gar nichts. Lushoking will ich ja haben. Blitzen. Und sonst, von sonst irgendwo muss ich nicht mehr dran können. Nee, okay. Okay, nee, dann ist das falsch, was ich gerade gesagt habe. Okay, die weiß ich noch, dass wir die noch machen müssen. Dann schauen wir mal im Pokédex, was der noch so sagt. So, Lushoking auf jeden Fall. Na, von älteren Pokémon spielen gar nicht so alt für ein Pokémon-Dings. Oder ich tausche einfach, wie gesagt. Gut, dann hole ich mal das durch Tausch. So. Pummelhof. Ach ja, Pummelhof muss ich noch entwickeln. Pummelhof entwickeln, ein Scharnox fangen. Das es bei mir eh gibt und nicht bei dem Wetter, was jetzt gerade ist. Okay, na gut. Regengewitter, Regengewitter, Regengewitter. Nur Regen, warum nicht Gewitter, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da kein Gewitter in dem Habitat da noch. Plus Wetteranzeige. Yep, nee, das wird halt nichts. Okay, Scharnox muss ich mir dann noch holen. Aus dem Saal aber ja noch. Das ist auch dann neu komplett. Stimmt. Aber aus dem Saal gibt es ja irgendwo auch. Stimmt, das habe ich noch nicht gesehen. Da haben wir es nicht angezeigt. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen, im Saal. Aber ich bin da vergangen. Aus dem Saal, wo war das nochmal? Schwertschildentwicklung durch Tausch. Nein, das gibt es irgendwo, Alter. Was ist. Was soll das, bitte? Was ist das? Hä? Was? Aber jetzt wieder lang schauen, wahrscheinlich, weil es nichts steht. Was soll das? Ist das? Okay, kann ich aus. Ja, ne, ist noch nicht aktuell. Ja, klar. Mist, wo habe ich das gesehen? Ich habe doch keine Ahnung mehr. Ich weiß es doch nicht mehr. Es kommt. Ja, warum ist das ganz unten? Ah, da steht schon was, da steht schon was. Sehr gut. Pummelhof auf jeden Fall. Gut, Spaß mache ich. Steht halt auf Englisch da der Ort, aber das werden wir schon rausfinden, wie der da heißt. Irgendwo, wo ich schon war. Da war ich noch gar nicht. Sollte vielleicht mal hin. Ringbuch, das kommt dann. Ja. Auf der Ringbuch. Okay, dann muss ich da und dann da so rein. Okay. Also darüber und dann, wenn ich alles täusche, wenn ich den Turm da jetzt so sehe. Dann sieht das so hin, genau, und das auch um. Passt.
Pomelo, wo bist denn du? Hier. Weiter. Mondstamm, please. Wobbluff entwickeln. So. Ballon-Pokémon, je mehr Luft es einatmet, desto größer wird es. Es ist verärgernd, bläst es seinen Körper enorm auf und schüchtert so seinen Gegner ein. Gut gemacht, nur Luft. So. Geh gleich wieder daher, was du schon da bist. Ah. Stimmt, Merrill. Sind nur ein Level-Up mitmachen. Das mit. Ja, die Ems sind eigentlich so verfern, aber lassen wir die halt mal. Zwei davon, reicht das? Jo, passt. Und so, haben wir gehabt, genau, passt. Dann ist das neu. Sehr gut. Eine Azumarill, Aquahasen-Pokémon. Es verbringt fast den ganzen Tag im Wasser. Bei schönem Wetter lässt sich Azumarill an den Oberflächen treiben, an der Oberfläche treiben und badet im Sonnenschein an den Oberflächen. Genau. Sieht ja nur eine Wasseroberfläche, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja, so. Was ist auch wieder daher? So, Leben in Lippen haben wir gehabt. Das haben wir auch alles gehabt. Ich sag keine Vorentwicklung. Sichlor stehen. Sichlor. Sichlor brauchen wir auch nicht mehr, weil wir schon Schiffs haben. Ah ja. Jetzt sind eigentlich fast alle Pokémon wild, also braucht man eigentlich überhaupt nichts entwickeln in dem Spiel. Skarabon muss ich von Schild holen irgendwann. Upgrade habe ich ja. Ach, du bist das. Die brauchen wir dann nachher für. Genau, für Polygon Z, stimmt. Okay, ich hoffe, die kann man noch irgendwie bekommen. Also das eine Mal, was man jetzt hat. So. Dann wollte ich aber jetzt mal los. Wir schauen einfach mal, ob wir da richtig sind. Und wir sollen zur Lagune da kommen. Sind wir also Bucht auf Deutsch. Also Inselketten mehr, okay. Ist mir recht, da müssen wir einfach mal alle Inseln abgrasen und schauen, ob da Dicker sind, damit wir die finden. So. Aha. Ringbucht, hier sollte. Ja, ich glaube hier was. Ich weiß nicht, ob es bei dem Wetter hier auch kommt, da war ich nämlich mal an. Scheint jetzt ziemlich Standardwetter zu sein eigentlich. Chanera. Ja, die brauche ich auch noch. Hi. Zorak. So. Zur Ruhe. Stimmt, die brauche ich auch noch. Genau. Weg zum Glück, wenn das ja alles gezeigt. Muss ich alles im Pokémon-Text nachschauen. Und das klappt. Okay, wäre geil. So, Polymorph-Fuchs-Pokémon. Seine Artgenossen liegen ihm sehr am Herzen. Zorak beschützt sein Revier und sein Rudel, indem es furchteinflößende Illusionen erzeugt. Na dann, kommen wir mal Team. So. Dann zwei saure Äpfel. So, das Ding ist jetzt hier. Nicht so wirklich ins Saal, oder da drüben gibt es noch.
Darüber könnte ich noch hin. Und sonst gibt es nicht viele Möglichkeiten. Was ist da noch überhaupt noch? Was das da überhaupt noch dazu zählt? Scheint so, aber. Na, ja, bald gibt es keinen Simsalon. Mist, das hätte ich auch früher schon machen sollen. Jetzt haben wir noch einen Dick da. Wir brauchen hier jetzt noch 4. Schade, okay. So, auf der Ringbucht. Gibt es noch 3? 2. Ja gut, hier rüben haben wir glaube ich alle. Schauen wir nicht mehr so. Also es wäre noch eins. Jo, dann hat der ganze Saal für mich. Dann müsste ich das halt auch tauschen. Wäre aber auch kein Problem. Vielleicht sogar einfacher als darauf zu warten. So. Also zur Ruhe, ja, das mache ich dann noch. Das brüte ich dann noch aus. So, Simsala. Passt. Passt. So. Schluppleck. Weiß nicht genau, wie das funktioniert. Level up, oder? Level up mit Walzer, stimmt, ja, dann muss ich das immer lernen. Genau, das ist ja auch einfach. So, Shigi muss er noch entwickeln. Okidoki. Gut, Shigi, Zorak und das. Zorak habe ich gleich mit. Perfekt, das ist gut. Shigi nehme ich da gleich ein super gutes. Oder nehme ich das. Also, nein, das Gigadino Max habe ich ja nicht bekommen, weil ich das andere ausgewählt habe. Also, meinen starken Pokémon nochmal. Noch eine eigene Box. Shiny Giga Dynamax, Box 11. Sind die mit guten Werten oder auch nicht? Die da unten aber, oder? Ja, die sind gut. Shigi ist jetzt auch nicht der Brüller, hä? I don't know, dann habe ich es einfach nur so rübergegeben, wahrscheinlich. Gut, und Schlurp müssen wir noch holen, das ist ja da drüben irgendwo. Achso, das habe ich schon daher gegeben. Schlopp, das geht auch so. Passt. Dann muss ich jetzt kurz so hin. Ein bisschen in der Nähe von der Pension. Muss ich nochmal hier. Ah, dann gehen wir mal wieder nach Turffield. Da war ich schon ewig nicht mehr. Ah, ich weiß auch wieder warum. Ja, Quatsch. So. Ja, Schlupf sollte eigentlich schon längst mal zu erlernt haben. Ja, das ist er. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Wachtrommel finde ich doof. Das weg. So, ne, ne, das passt schon. Dann würde ich gerne mal ein XL-Bonbon bei Shigi verwenden. Ah. 34, ich regne, sonst brauchst du nicht erlernen. Was schwerfen? Nee, ich will nicht. Wieder Bomben direkt mit 34. Oh nein, erstmal nur die Entwicklungen machen. Das andere kümmere ich mich später. So, Shilock.
Kröten-Pokémon, das gilt als Symbol für Langlebigkeit. Sehr alte Exemplare erkennt man daran, dass der Panzer mit Algen übersät ist. So, dann noch ein L. Ja, so dahin. Egal. Passport nochmal. Nee. So, und holen wir uns auch gleich einen Turtok. Panzertier-Pokémon. Es begräbt seine Gegner mit seinem enormen Körpergewicht. Wenn es in einer aussichtslosen Lage steckt, zieht es sich in seinen Panzer zurück. Lichtkanone, aber nicht. Das kannst du später erlernen. So, Schlurp. Gib dir mal eins. Wird nicht reichen, oder? Nee. Aber dafür habe ich ja den Dinger noch. So. Genau. Level up mit Walzer haben wir hinter uns. Schlurp hat sich seinen Schlurp-Leck entwickelt. Schlecker-Pokémon. Seine sonderbare Zunge kann sich bis auf ein Vielfaches seiner Körpergröße ausdehnen. Niemand weiß, wie das möglich ist. Ja, irgendwie wird schon möglich sein. So, dann auf zur Pension. Zum Pokémon Hort. Hallo. Eins abgeben bitte, und zwar zur Hort. Oh. Ich verdrück mich gern. Ich weiß nicht, warum ich über B drücke. Da geht der Text so schnell. Kann ich immer A drücken noch. So, dann her mit dem zur Ruhe. So, okay, bitte. So. Und dann haben wir einiges schon wieder geklärt. Turtok. Schlurpleck. So, da ist noch dran. Muss man tauschen. Gut, dann muss ich gehen. Dann schauen wir nochmal in den Pokédex. Da schaut schon gut aus. So, da war Shigi. So, Ruhe, ja, bekommen wir gleich. Noch keine Angst. Stern und Starmie habe ich bis. Ah nein, Starmie habe ich unabsichtlich besiegt. Stimmt. Okay, ja, das gibt es eigentlich hier dort. Oh, okay. Muss ich genau dann noch auf dem anderen links sein, damit ich das sehe. Das sollte ich hier am Anfang geben. Am besten fange ich mir einen Stern-Du. Und dann bei der Fleckmann. Falls man mal irgendwelche brauchen sollte. Hier sind sie da genüge und kann also Stern-Du. Starmie, ja, bringt mir auch was, aber. Oh, was stehen wir an der Stern du nochmal? Hm. Und dann ist der auch hier. Mach mal Woofers. Nicht mal berührt. So, Mann. Karte nochmal.
Was ist da überhaupt mit 2,5 PL? Weiß doch noch nicht, hat gewittert. So, gibt es halt keinen Shinox. Focus Force, die Flash-Ebene, Training Low Grounds, das kann sein. Das kann sein, dass das ist. So, dann würde ich ganz schnell gerne an den Star ran, wenn es möglich ist. Ach, schon mal da eben. Ah, hier geht's weg. Gibt's auch noch so ein Mädel, das man Bockmann sagt. Wahrscheinlich sagst du mal einen Stern, du. Ja. Okay, danke. Ich habe gerade im Internet geschaut. Ich weiß überhaupt nicht, wo man Stern findet. Ich bin irgendwie überfordert. Zum Glück hatte man das jetzt im Pokédex angetragen. So. Na dann, Flottball, mach wieder dein Ding. Da sagt der Antrag jetzt direkt Sternform-Pokémon. Bei spitzsommerlichen Standbesuchen kann man Gruppen von Sternen begegnen, deren Kern in gleichmäßigen Rhythmus aufblinken. Cool. Na dann, Wasserstern, Stummy. Brauche ich nicht extra anzufangen, also den habe ich eh. 13 Wassersterne. Oh, das ist sogar ein Sternstaub, oder? Und dann Blend, Puder, Sand, Zeug. Das wäre Stami. So, mysteriös Pokémon. Das als Kern bezeichnete Organ dieses Pokémon erstrahlt in den 7 Farben des Regenbogens, wenn Stami mächtige Psychokräfte entfesselt. Gut, dann schauen wir, was wir heute noch machen können. Ansonsten würde ich dann für heute Schluss machen. Sternstab, yep, nice. Also er hätte kleine Box geben können. Das ist dann Fahrer. So. Dann muss ich nach rumlaufen, am besten irgendwo, wo es nicht so viele Pokémon gibt. Okay, jetzt überall viele Pokémon. Das sind Pokémon-Schwertspieler mit einem Nachteil. Weil es ein Schwert Pinsir gibt und ein Schild Scaraborn. Und warum sind wir jetzt im Nachteil? Weil man sich Pinsir theoretisch halt auch von Let's Go holen kann. Und Scaraborn leider nicht. Das ist doch der eine Drachen-Typ. Okay. Was auch immer er will, es muss warten. Ich will noch ganz kurz mal zur Ruhe ausbrüten. Theoretisch kann man es auch nachher machen. Das so lange gesehen? Irgendwie noch nicht, ne? Noch ein Brezel. Gut. Na los. Na gut, zur Ruhe wahrscheinlich eine Höhe.
Distanz für sein. Kann ich mir gut vorstellen. So, da hätten wir das zur Ruhe. So, Lausefuchs-Pokémon. Durch seine furchtsame Natur lernt er es wohl, seine Gestalt zu ändern. Okay, na dann. Muss so eigentlich freilassen. Dann. Putz aus und dann setze ich es einfach so aus. Gut, Stern des Dami. Da ist wahrscheinlich Scaraborn, das muss ich tauschen. So, Quaxo. Habe ich mir das schon hergerichtet? Nein, Quaxo, den müssen wir noch herrichten zum Tauschen mit Kingstein. Oh, die sind ja auch neu. Stimmt, kann ich die jetzt gerade bekommen? Okay, Mann, wir sind da die erste Entwicklung nochmal. Ich verschreibe mal das. Ach ja, Garnovil. Stimmt, Garnovil. Ah ja, okay. Garnovil im Sand taucht ziemlich oft auf. Okay, ja gut, passt. Und das braucht kein besonderes Atem, denke ich mal. Nö. Egal, dann können wir uns die drei Pokémon auch noch holen. Easy. Wo nochmal? Nüssensenke. Nüssensenke. So, ich muss mal links noch herrichten. Quapuzzi, wo bist du? Hier. So. Nüssensenke. Wo ist denn nochmal die Wüstensenke hier, wenn ich fragen darf? Ach ja. Das macht Sinn. Haben wir mal kurz durch den Tunnel hier. Gut. Oh. Hier oben war ich noch gar nicht. Den Tarnstein noch gar nicht geholt. Was ist das für eine Sprache? Was? Welche Sprache? Hier ist alles Deutsch. So, ah, okay, hier war das letzte, das habe ich nicht gefunden. Gut, na dann. Hat das auch direkt erledigt? Oder was willst du schon wieder? Los, Flegmon, setz deinen super mega Giftangriff an. What? Ach komm schon, jetzt streng dich mal ein bisschen an. Ich muss es ihr beim nächsten Kampf doch so richtig zeigen. Marcy, seit wann stehst du denn da? Oh, scheiße. Ich wollte einfach nur A drücken, damit der Text weitergeht. Ups, ich habe irgendwas geantwortet, aber ich weiß nicht was. Was ich wo und wie mache, geht dir rein gar nichts an. Vergiss am besten, dass du mich überhaupt hier gesehen hast. Okay. Eine seltene Liegekarte und so vor. Okay, komm ich aus. So, jetzt habe ich dir was geschenkt. Dafür hältst du brav den Mund. Klar. Kommst du aus dem tiefsten Bayern? Nein, Österreich. Man sieht sich und trainiere schön flassig. Lässt die Flecken mal zurück, bis es überhaupt hier ist. Egal, ist ja schon weg. So. Ach, hier gibt es gar noch Willen. Na gut, dann. Her damit. Da ist auch schon eins. Sandsturmtob, sie juckt mich nicht. Einmal Flottball und geht schon. Wie immer. Funktioniert tadellos.
Wüsten-Koko-Pokémon. Da die Wüste nachts abkühlt, vergräbt er sich tief im Sand und schläft dort, bis die Sonne wieder aufgeht. Na dann. Rein in mein Team und dann ist er gleich mit Bonbons vollgefunden. Ah, ich dachte, das nicht reicht, egal. Was, dann haben wir die da auch noch. Und dann wird es hoffentlich nicht mehr so viel geben. Wüsten-Koko-Pokémon, kennen wir schon. Da es dank seiner besonderen Augen selbst im Dunkeln gut sieht, kann es auch nachts auf die Jagd gehen, ohne sich zu verirren. Na dann. So. RNM, hier bitte, reicht doch wohl. Schon okay, gibt's noch eins. So, jetzt aber. Na dann leg los mit deiner Entwicklung. Rabigator. Abschreckungs-Pokémon. Es wird auch als Tyrann der Wüste bezeichnet. Mit seinem mächtigen Kiefer durchbeißt es selbst dicke Eisplatten mit Leichtigkeit. Grandios. So. Das war kurz immer hergerichtet. Das ist echt easy hier alles. Ich beschwere mich einfach mal nicht. Lass uns Pokémon suchen, ja, lass uns das tun. So, Ignivor, stimmt. Kann ich das heute wahrscheinlich nicht bekommen, weil es nicht angezeigt wird. Ignivor, was soll das? Wo gibt es sich denn im Focus Force? Da noch bei einem bestimmten Wetter, weil sonst wäre es angezeigt. Ignivore. Ich verstehe gerade überhaupt nicht, warum der Tragos 10 Mal angezeigt wird, obwohl alle Stats irgendwie gleich sind. Ja gut, ich meine, da steht's, aber ich nehme mal stark an, dass es halt einfach jetzt gerade nicht gibt. Aber das, warum wird da, warum steht der Habitat unbekannt, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz eigentlich. Weil das müsste trotzdem dastehen, nur mit dem Wetter zusammen und... Okay, dann wie heißt denn das Ding nochmal, wo ich das gerade sind. Ach, im Wald. Im Wald war das? Nee. Das war doch nicht im Wald. Laberst du? Im Wald war das aber nicht, wo ich das gesehen habe, oder? Also wenn da nicht bei dem Wetter, was ein Wetter, wenn da anzeigt, hier, was ist da? Sonne, ja, okay. Hier herin? Das war doch nicht hier. Also in meinem Haber muss ich auch noch gehen. Irgendwo scheinbar angeblich soll es das hier geben, aber ich müsste halt nochmal in den gestrigen Stream reinschauen. Avalanza oder was so, okay. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher,
dass das nicht hier im Wald war, wo ich das gesehen habe. So, was ist er denn eigentlich nochmal hier? Marcy, wurdest du von meinem Charisma angezogen? Ich würde am liebsten sofort mit einem Kampf loslegen, aber ich kann nicht. Ich stecke mitten in einem geheimen Training. Ich werde Delian und dich besiegen. Mach dich schon mal drauf gefasst. Okay, na, hoffentlich geht's da dann um das mysteriöse Pokémon, was es da noch gibt. Toss. Da aus. Irgendwo aber bestimmt nicht dort. Ah, das ist halt sowas gewesen. Also nochmal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Das war irgendwo. Irgendwo am Anfang. Also ich bin da am Anfang. Nicht im Sumpf. Nee, nicht im Sumpf. Also diese Höhle gegangen, vielleicht ist schon da gewesen. Nur da? Ja, das könnte sein sogar. Nur hier auf irgendeinem Hügel drauf. Ah, hey, la la, die erscheint mir nicht so. Okay, auf dem Hügel nicht, da kann man nämlich nicht drauf. Auf irgendeinem Hügel war es. Was? Okay, ich bin mir doch nicht mehr sicher, ob es hier war. Ich glaube eher nicht, weil hier kann man den so auf. Irgendwo konnte ich dann raufgehen und da war es dann. Und Paul. Aber wo zum Teufel war das nochmal? Das war schon ziemlich am Anfang, hab ich ja gesehen. Da wollte ich halt einfach neu starten, weil ich lauter Blödsinn gemacht habe. Ups. Nicht gesehen. Ich fahre einfach das Yorkleff hinnieder. Vielleicht wissen die auf Englisch ja irgendwas. Ich weiß noch nicht, wie Igniwo auf Englisch heißt. Igniwo, hier steht sie irgendwo. Larvesta, aha, okay. Ist in Ordnung. Larvesta gibt's. Unobtainable, natürlich. Natürlich unobtainable, okay, na, da steht auch nichts. Wo war das nochmal? Aber steht ja wirklich auch da, dass es nicht. Wir waren da noch. Noch 12 Uhr, okay, gut dann. Aber hier noch einiges vor mir. Aber normal, ich bin mir ziemlich sicher, dass immer angezeigt wird. Dass da nicht Habitat unbekannt gestanden ist. Also zumindest ein Fläschchen Carbon. Meine schwachen Nerven. So. Sehen, hier ist noch ein Stern. Hier ist noch eins. Das ist noch ein Superball in der Kämpferrotte, was definitiv nicht. Krieg einen Sternstab, sagst du mir nochmal ein Pokémon bitte. Wenn ich heute schon Double fülle, würde ich dir für 100 was überlassen, ja. Mir voller Underbat. 4 Gelbe bei Coco. Jo, okay, cool. Gibt mal gar keine. Zeigt mal gar keine Pokémon mehr als.
Ja, für die 100 Watt. So. Kann man im Sumpf irgendwie auch an Felsen drauf? Ich glaube eher nicht. Das nehme ich mit. Ja, übersehen die Lehmbrühe. Wer vergisst das? Quacksau, Quacksau. Gibt's auch so einfach. Interessant, sag ich jetzt einfach mal. Gut, dann kann ich meinen Kingstein sparen. So, Quacksau. Frosch-Pokémon, nachts erscheint Quacksau an Ufern von Teichen. Mit seinem schallenden Ruf beansprucht es sein Revier. Sehr gut. Quacksau haben wir auch. Nein, hier war es nicht. War es auf irgendeiner Insel dann vielleicht? Aber ich glaube nicht, dass ich gleich auf einer anderen Insel gesurft bin. Hallo. Der Koko, klar, gehen wir auf den Bahn. Nochmal vier gelbe, naja, yes. Trotzdem danke. So, da drüben, na, noch nicht, komm auch nicht rauf. Alter, wo war das? Das gibt's doch nicht. Jetzt bald, hier kommt man nicht durch, auf dem Grund, na gut. Klar, geben wir noch ein paar gelbe, bitte. Schade. Das ist aber wieder Aprikokos vorher nach Aprikoko Pink Kasten zum Beispiel. Oder Gülp. Weil da nicht genau Platz war. Der Namen. Hier darin was man da braucht nicht. Komm, sagen wir, dass ich da irgendwo auf kann auf den Stern da. Wo zum Teufel war das? Kann man keinen Rahmen drauf machen, wo ich den gesehen habe. Da war ganz Höhle, nein, das muss irgendwo außen gewesen sein, irgendwo Karotte. Wahrscheinlich nicht, das ist so eine Höhle. Was ist denn das Fernarchipel, wenn ich fragen darf? Das ist eine Warminsel da. Das ist Warminsel, dann ist ein bisschen nach links versetzt. Ja. Ach, das war vielleicht, dass es dort war. Das ist. Ja, vielleicht ist es deshalb ein Fragezeichen oder Gebiet unbekannt, weil ich dort noch nicht war. Ich kann es nicht sagen. Hallo. Gala Flunkschlick, ein Flunkschlick aus meiner Region. Ja, ich hab glaube ich ganz sehr sicher, muss ich haben. So, wenn ich ganz hab, dann ist nirgends ein Backup drinnen. Okay, ups. So, egal, da hab ich ganz. Klar, dann mach ich einen Kanter Flunkschlick. So, haben wir einen
Kanto Flunschleck, Kanto her, genau. Ich weiß nicht mehr, von welcher Region das genau ist. Egal. Bin ich hier im Fernarchipel jetzt? Wie schaut's aus? Wie kommst du da wieder her? Aller Flunschleck? Nein, gehen wir da mal ab. Im Senkel meine ich. So. Da haben wir es. Ja. Ach, jetzt bin ich hier im Fernarchipel, okay. Was für ein Blödsinn. Ah, vielleicht da auf der Ebene da, stimmt, da unten, ja. Was könnte es gewesen sein? So, wenn ich die. Ja, dorthin pulst du ewig, ja. OMG. Wie kann ich nicht rauf? Wie kann ich hier rauf? War ich ja schon oben? Wieder Galungszweige, nehme ich gern. Ne, hier war scheinbar noch nicht. Nugget Orkan. Da liegt da, ja. Gibt es hier genau welche? Oder? Ich weiß es nicht, lassen wir lieber los, sonst komme ich nie an. Dann schaue ich dort noch schnell, das muss dort gewesen sein. Kann man auf so einen Felsen drauf gehen. Ist das doof. So, aber ich nehme mal stark an, dass man Paragon 100%ig mit Atom entwickeln muss, dass nicht irgendwo Paragon 2 und Paragon Z rumrennen hier auf der Insel. Aber eigentlich war ich hier schon und nein, da kann man nicht auf irgendwelche Felsen drauf. Das gibt's ja nicht, irgendwo war das doch. Das kann man jetzt irgendwie. Hä? Ich bin. Zweifel in meiner gastigen Gesundheit oder? Hä? Das war doch da. Ah, hier gibt es noch zwei Pokémon, das nur ein Schild gibt. Stimmt. So, Zedar King, was hole ich mir noch? Weil es das nicht irgendwo gibt. I don't know. Tatsächlich, es gibt einfach Zedar King. Really? Cedar King, Cedar King. Aber wenn da in der Liste ist, sind wir nicht drin. Sehr seltsam.
Das ist nicht mal sehbar und so eingezeichnet. Gut, aber ich würde sagen, ich lasse es jetzt erstmal hier dabei. Wir haben ziemlich viele Pokémon gefangen, ziemlich viele Diktar wieder zurückgebracht. Alla Gladium, Quacksalm, ein Traumteam. So, und ja. Aber beim nächsten Mal machen wir weiter wahrscheinlich. Wir schauen, dass ich auf jeden Fall tausche. Und ja, den Rest sehen wir uns dann später an. So, Wachs einfach so gefangen. Kann das Kaffee doch weggeben. So, sehen wir, bin ich gespannt, ob das geht. Jo, dann mache ich erstmal Schluss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und das hier mitverfolgt habt. Und mal schauen, ob noch was kommt. Ich weiß es nicht, weil wenn ich die tausche, dann muss ich das wahrscheinlich. Kann ich das wahrscheinlich nicht im Stream machen, sondern muss mich da treffen und so. Mal gucken. Mal gucken, ob da noch was kommt. Von hier, von dem DLC. Und die Dicta suchen. Das ist auch nicht so spannend eigentlich. Naja. Auf jeden Fall. Danke fürs Dabeisein. Jetzt muss ich aber leider weg, um was Dringendes zu erledigen. Also tschüssi!